Hallo ihr Lieben, ich habe heute für euch ein weiteres HIIT-Workout und zwar mit dem Schwerpunkt auf Cardio, um unser gesamtes Herz-Kreislauf-System zu stärken und vor allen Dingen mit Fokus auf unseren Herzschlag, um dir nochmal so einen richtigen Boost zu geben. Und wer jetzt mehr erfahren möchte, warum ein gesunder Herzschlag eben auch durch HIIT-Training gefördert wird und nicht nur für den Fettabbau gut ist, der geht doch mal unten in die Infobox. Dort verlinke ich euch das E-Magazin Aktiv und Gesund der IKK Klassik. Dort habe ich einen weiteren Beitrag dazu. Unser Intervall heute lautet 20 Sekunden Pause und 40 Sekunden Arbeit und ich habe 6 Übungen für euch. Wärmt euch vorher gut auf. Auf meinem YouTube-Kanal findet ihr ganz viele kurze, knackige, aber effektive Aufwärmen. Perioden und danach kommt ihr hierhin zurück und dann geht's los, okay? So, ich drücke auf den Beeper und dann haben wir noch 20 Sekunden. Unsere erste Übung ist einfach, wir starten ziemlich kardiotypisch mit Running on the Spot. Und wenn ich jetzt sage, möchte ich gerne einen großen Jump nach oben sehen mit den Federn der Knie wieder auffangend. Wir haben noch 4 Sekunden, 3, 2, 1, los geht's. Hände ruhig mitnehmen, wir rennen, wie man das ganz normal auch im Alltag so kennt. Und ruhig wie eine Lokomotive vor und zurück auf der Stelle. Wir können auch mal ein bisschen vor auf der Matte, zurück. Und jetzt, wo wir uns langsam eingelaufen haben, sage ich hopp. Okay, runter, ein großer Sprung, wieder federn und weiter rennen. Okay, ihr wisst, wie es geht. Jetzt machen wir das ein bisschen öfter, oder? Und jump up. Wieder ganz runter. Und noch einer. Jump up. Federn. Weiter rennen. Okay. Das war das erste Intervall. Weiter geht's. Wir machen heute nur Cardio Side Jumps. Das heißt, Jump zur Seite. Äußerer Fuß geht nach vorne in den Ausfallschritt. Zusammen. Andere Seite. Äußerer Fuß nach vorne. Okay? Noch 3 Sekunden, bereit machen, an einem Ende stehen und Jump. Ausfallschritt, zusammenkommen, andere Seite. Ausfallschritt, zusammen. Und beim Ausfallschritt auf achten, Oberkörper ist gerade nach oben. Hände ruhig mitnehmen, das hilft. Vor allen Dingen, dass man nicht hier das Gleichgewicht verliert. Zusammen, zur Seite. Das hintere Knie ruhig, schön tief werden lassen. Und wir haben noch 10 Sekunden. Und atmen. Ihr merkt bestimmt schon, das Herz pocht. Und der Atem wird schneller. Aber genau das wollen wir. Es hat gebiept. Wir machen eine leichte Version des Burpees, ohne viel Kraft. Das heißt, jump back und hoch. Gerade werden und gleich wieder runter. Ohne Liegestütz. Bereit? Und 2, 1, los geht's. Zurück, jump, gerade werden, hoch, schön nach vorne mit der Hüfte und gleich wieder runter. Hoch, immer schön die Hüfte bis nach ganz vorne bringen und wieder runter. Großer Sprung nach hinten, gerade und vor. Immer die Füße bis zu den Händen springen lassen, keine halben Sachen. Nicht hier in die Mitte, sondern ganz vor. Und atmen. Und der Lunge, alles ist jetzt am Pochen, am Drücken. Wir haben unsere In-and-Out-Jumps zusammen mit High Knees. Vorwärts, In-and-Out, gehen so, auseinander, zusammen. Auseinander, zusammen, auseinander und High Knee zurück. Bereit? Los geht's. Tief, zusammen, tief, zusammen. High Knee zurück. Oberkörper aufrecht. Versucht mal wirklich 2 zumindest zu machen. 1, 2 und vielleicht einen dritten noch. Und die Hände richtig
Atemform anwenden. Heißt, linkes Bein, rechte Hand. Schön hoch die Knie. Gerettet durch den Beep. Hampelmänner. Wir machen 10 normale Hampelmänner. Einfach ganz normal hoch, runter. Und nach dem 10. kommt ein Star Tuck. Der sieht so aus. Könnt ihr auch weglassen, wenn es zu schwer wird. Hampelmänner, es muss. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ein Star Tuck. Und von vorne. 6, 7, 8, 9, 10. Und Star Tuck. Wie ihr die Arme machen wollt, ist völlig egal. Hauptsache hoch, runter und bis nach oben und bis zu den Oberschenkeln runter. Okay, noch ein Star. Und hoch und runter. Letzte Übung, dann machen wir das Ganze nochmal. Wir kommen runter in die Plank. Ich möchte von euch 10 Mountain Climbers sehen und 5 Plank In- and Out Jumps. Machen wir gemeinsam. Könnt auch runter auf die Ellbogen. Ich mache es gerne mit den Händen. Los geht's. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plank Jumps. 1, 2, 3, 4 und 5. Okay? Nicht so weit nach hinten im Po. Schön nach vorne das Gewicht. 10 und 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder von vorne. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Erste Runde durch. Wir machen noch eine zweite, oder? Alles klar. Running on the spot fängt an. Ihr wisst, wie es geht. Wir joggen erstmal noch auf der Stelle, aber ich will ein bisschen Tempo sehen, okay? Wir wollen auch die maximale Herzfrequenz erreichen. Also müssen wir auch ein bisschen was geben, oder? Los geht's. Wir sprinten. Jump up. Runter, hoch. Fangen. Und wir sprinten mal zur Seite. In die Mitte. Jump up. Hoch. Andere Seite. Schnelle Füße. Der Boden brennt. Jump up. Hoch. Hände mitnehmen, Lokomotive. Jump up. Schnelle Füße und jump. Könnt ihr noch ein bisschen schneller? Wie die Footballer. 4, 3, 2. Kurz Pause. Unsere Side Jumps. Die brennen nämlich ganz schön am Oberschenkel, oder? Auf alle Fälle. Noch 10 Sekunden. Das ist die kurze Regenerationspause. Typisch HIIT. Und dann runterkommen und gleich wieder hochziehen das Ganze. Los geht's. Side Jump, äußeres Bein geht vor, hopp, zusammen. Andere Seite, äußeres Bein, vor, zusammen. Hände mitnehmen. Und mit Schwung, bam, und hopp. Side Jump, Big Jump, runter. Ich möchte sehen, das hintere Knie bis zum Boden führen, hochziehen. Nicht nur den hier, das sind keine Ausfallschritte. Tief gehen, hoch. Side Jump. Unsere Half Burpees. Und auch hier wieder. Wir haben 12 Sekunden Pause noch. Versucht, ganz ruhig zu werden. Und wenn es gleich biebt, dann geben wir 40 Sekunden alles. Das ist HIIT und das sorgt nicht nur für die Fettverbrennung. Und zurück, hoch, 1, gleich wieder runter, 2, 3, 4, 5, ganzen Weg hoch, ganzen Weg runter, 6, 7, starke Muskeln, sind wir schon mal bei 8, mithalten, 10,
Unsere In-and-Out-Jumps. Ans Ende der Matte stellen. Meine Haare sind schon ganz wirr. Wirre Haare. Füße zusammen. Wieder atmen. Und 2, 1. Auseinander, tief, zusammen. Tief, zusammen. Und noch einmal tief. Und High Knees. Bis 90 Grad erreicht, wird vom Knie. Und weiter geht's. 1, Rücken gerade, Gesäß nach hinten. 2, 3. Zusammen und los geht's. Und nochmal zurück. Wir kommen runter. Nein, doch nicht. Erstmal kommt der Hampelmann, oder? Genau. 10 Hampelmänner, 1 Star Jump. Ob ihr so seid am Ende oder so, macht nichts. Hauptsache bis nach ganz oben die Hände und ganz unten führen. Das ist ganz wichtig. Nicht faul werden. 1, 2, 3, 4, 5, nochmal 5. 8, 9 und 10. Und Star Tuck. Hopp. Und wir von vorne. 5, nochmal 5. Und 10. Star Tuck. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alles geben. Hopp. Noch einmal. 1. 2, 3, 4. Letzte Übung. Und dann haben wir doch wirklich 12 Minuten durchgepowert. Mountain Climbers 10, In and Out Planks 5. Noch 5 Sekunden Pause. Und dann sind wir die, die alles geben. Huh? Und los. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 und wieder von vorne. 8, 9, 10. Ich möchte sehen, dass ihr nicht zurückkommt. Ihr kommt vor meinem Gewicht, damit der Bauch noch mitarbeitet. Und 10. 5. Rücken gerade. 1. Geschafft, war das nicht schön anstrengend, super Workout und wenn ihr jetzt noch mehr lesen wollt, warum HIIT super fürs Herz-Kreislauf-System ist, unten nicht vergessen in den Link zur IGK-Klassik-Seite zum E-Magazin, aktiv und gesund. Tschüss!